Hallo, ich bin Clara. Ich singe im Kinderchor und treffe mich heute mit vier Cellisten aus dem Orchester der Deutschen Oper Berlin. An welchen Stellen hört man das Cello besonders in der Oper? Also ich finde, das Cello hört man vor allem in der Oper, wenn es so richtig schön wird. Also wenn es um Freundschaft geht oder wenn es um große Liebe geht. Also tatsächlich kommt das Cello ja fast immer vor. Oder wenn es sentimental wird oder... Ja, also da kommen zumindest die schönen Stellen. Das kann natürlich auch irgendwie mal ruppig werden oder so, weiß nicht, wenn es einen Kampf gibt oder so. Wir spielen eigentlich immer. Aber da ist das dann eher mit den Bässen zusammen oder mit den Fagotten oder also mit den tiefen Instrumenten. Ja, also es fühlt sich für mich ein bisschen an, als wäre das Cello ein bisschen der Tenor. Auf der Bühne ist das Cello im Orchestergraben. Also eigentlich immer, wenn es um große Gefühle geht und ja, ein bisschen ins Egozentrische auch. Und warum meinst du, ist es so, dass das Cello oft für Liebe steht und tiefe Gefühle und so? Ich denke, dass die Leute angesprochen sind von dem sanften Klang, der sehr sonor ist, nicht allzu laut, weich. Ich denke, das hat damit zu tun, dass das Cello, das ist jetzt sehr subjektiv, aber das Cello hat oft so ein bisschen so was Wehmütiges dabei und ich glaube, dass Komponisten das oft ausgenutzt haben. Aber trotzdem finde ich manchmal schade, dass man das so ein bisschen klischeemäßig, Cello steht für Liebe, denn wenn man hinguckt, kommt es einfach die ganze Zeit in jeder und in jeder lauten Stelle und wo es um Krieg geht, natürlich spielen wir Celli auch. Und ich persönlich identifiziere mich auch mit diesen Stellen dann sehr. Hast du ein Beispiel dafür? Ja, da gibt es zum Beispiel in der Oper Carmen im dritten Akt eine Stelle. Bekannt ist ja das Torero-Lied. Der Torero tritt auf und singt da 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 da. Das kennt ja jeder, ne? Wird ja auch im Stadion gesungen manchmal. Und da ist ja diese Arie, die der Escamillo ist, so schwungvoll und so. Und am Ende vom dritten Akt, da hat sich Escamillo inzwischen in die Carmen verliebt und so im Abgang, also er geht dann von der Szene runter und da wirft er der Carmen ganz verliebte Blicke zu und da erklingt dann dieses Torero-Lied nochmal so in ganz melancholischer, sentimentaler Form und das wird eben da von den vier Celli gespielt. Stimmt es wirklich, dass der Bogen aus Pferdehaaren besteht? Also nicht der gesamte Bogen, aber das, was die Saite berührt und zum Schwingen bringt, das sind Pferdehaare aus dem Schweif, der ist ja sehr lang. Und das wird dann in den Bogen eingespannt. Das geht dann vom Frosch, das ist da, wo man den festhält, den Bogen, bis zur Spitze, so eine Bahn von Pferdehaaren. Wie entsteht der Ton beim Cello? Das Cello als solches ist hohl und da sind Saiten draufgespannt und wenn die schwingen,
dann vibriert das. Und dann gibt es einen Ton, den gibt es auch erstmal ohne den Bogen, wenn man nur an der Saite zupft. Da kommt auch schon ein kurzer Ton, der sehr viel leiser ist. Das, was man aber eigentlich als Cello-Klang kennt, das entsteht, wenn man den Bogen über die Saiten streicht. Dann haftet es ein bisschen und versetzt die Saiten in eine sehr gleichmäßige Schwingung, die auch anhält. Und dadurch vibriert das ganze Instrument und dann entstehen die Töne. Und wenn man dann die Saiten verkürzt, indem man die Finger auf den Hals des Cellos aufsetzt, entstehen andere Töne. Und manchmal, ich sehe das immer bei Cellisten, wenn die so spielen, da machen die immer mit der Hand so. Das nennt man Vibrato. Und da möchte man im Prinzip diese Schwingung, die die Saite sowieso schon hat, durch den Bogen noch verstärken. Wird es ein bisschen kürzer, ein bisschen länger und dadurch schwingt der Ton noch ein bisschen mehr. Wie alt warst du, als du Cello begonnen hast? Cello angefangen habe ich kurz nach dem Beginn der dritten Klasse. Also ich war fast 9 Jahre alt. Ich war 8 Jahre alt, hatte vorher Klavier und Flöte gespielt, aber wollte von Anfang an immer nur Cello spielen eigentlich. Meine Mutter hat mich gefragt, willst du Trompete lernen? Da habe ich gesagt, ja, unbedingt. Und willst du alles Mögliche? Und ich habe immer ja gesagt. Und dann gab es einen Platz für Cello an der Musikschule in Kempten. Ich war 5 Jahre alt, als ich das erste Mal Cello gespielt habe. Meine Eltern haben mir damals ein kleines Cello bauen lassen. Sieht fast aus wie eine Bratsche mit Stachel. Das habe ich auch immer noch. Und jetzt warte ich darauf, dass mein Sohn das irgendwann übernimmt. Und könntest du jetzt, angenommen, dir gibt jemand eine Geige und sagt, spiel mal irgendwas drauf, könntest du dann automatisch auf der Geige auch spielen? Auf keinen Fall. Das würde schrecklich klingen. Also natürlich, ich habe das schon mal zum Spaß gemacht. Erstmal so, diese Haltung kann ich überhaupt nicht. Das ist ja auch völlig unnatürlich, finde ich. Wenn, dann würde ich es so nehmen, wie ich das Cello auch halte. Und dann würde ich ein paar Töne rauskriegen, aber meine Finger sind auch viel zu groß und zu fett. Das würde gar nicht gehen. Warum arbeitest du in der Oper ausgerechnet, aber zum Beispiel nicht als Musiklehrerin in der Schule oder so? Ich bin ab der 9. Klasse auf eine Spezialschule für Musik gegangen in Weimar. Und das war genau so im Jahr 1990, als die Fußball-WM war. Und da kannst du dich nicht erinnern, warst du noch nicht geboren. Da gab es ein Konzert in Rom mit den 3 Tenören. Und das habe ich mit Begeisterung mit meiner Schwester gesehen und fand diese Musik toll. Also ich hatte als Kind so gesagt, ich möchte entweder Cellistin werden oder Opernsängerin. Und weil meine Oma Opernsängerin ist und insofern hat sich das dann ganz gut gefunden, dass ich als Cellistin aber in der Oper arbeite. Ab da war eigentlich mein Wunsch, irgendwie in ein Opernorchester zu kommen. Und dass das geklappt hat, bin ich sehr glücklich. Spielst doch andere Musikrichtungen oder so mit dem Cello? Ich habe noch nie in einer Band gespielt, aber habe tatsächlich auch Ausflüge gemacht, dass ich hatte lange Zeit ein Trio, mit dem wir Tango-Musik gespielt haben. Auch gar nicht so, weil ich ein Tango-Tänzer wäre, überhaupt nicht, aber einfach, weil es was ganz anderes ist und anders hat mich irgendwie immer interessiert. Was bedeutet dein Cello für dich? Das Cello ist für mich einfach mein bester Partner. Und schon über so viele Jahre, wie man eigentlich sonst mit niemand anderem zu tun hat. Es ist schon eine sehr enge Partnerschaft, die man da eingeht. Der Spieler und das Instrument, beide zicken manchmal, dann versteht man sich wieder wunderbar. In erster Linie ist es mein Arbeitsgerät, mit dem ich versuche, so schöne Töne wie möglich zu produzieren. Und das Cello hat bestimmt ganz viel dazu beigetragen, wie ich heute bin. Das heißt Rudi, weil ich das Cello von einem ehemaligen Arbeitskollegen bekommen habe, den ich aber selber nicht mehr kennengelernt habe und der hieß Rudi Becker. Was ist das Überraschendste an deinem Cello? Das Überraschende an meinem Cello ist, da ist hinten ein kleines Loch drin. Also das Loch ist natürlich zugemacht. Das hat mir mal ein Geigenbauer erzählt, dass das früher zur Prozession benutzt wurde. Das heißt, da hat man so einen Strick reingemacht, hat sich das um den Hals gehängt und ist damit marschiert. Vom tiefsten Ton, das ist das große C, bis ganz oben, das sind über 5 Oktaven, die man spielen kann. Und das
Ich habe gehört, das ist sogar das Instrument mit dem größten Tonumfang. Weißt du, wie alt dein Cello ist? Ja, es ist sehr jung. Es ist wirklich erst 1,5 Jahre alt. Ich weiß sogar ganz genau. Das ist gebaut 1867 in Paris, also ungefähr 150 Jahre. Cool. Krass. Also man schätzt es auf ungefähr 200 Jahre. Also es ist ungefähr um 1820 gebaut worden. Mein Cello kommt aus Paris und wurde von einem Herrn Bernardel im Jahr 1837 gebaut. Hast du eine Lieblingsoper oder eine Stelle in der Oper, die du besonders gerne magst und besonders gerne magst zu spielen? Ach, schwer zu sagen. Meine Lieblingsoper, ist vielleicht jetzt etwas überraschend, ist Andrea Chenier von Umberto Giordano. Die finde ich einfach so schön. Von vorne bis hinten eine schöne Melodie nach der anderen. Auch für Cello, sehr schöne Stellen drin. Aber wenn ich sagen müsste, wäre es wahrscheinlich die Opern von Richard Strauss. Also als Beispiel Salome, einfach weil das ist eine wahnsinnig dramatische Oper, eine völlig verrückte Handlung. Und trotzdem ein wahnsinnig schönes Stück Musik, sehr melodisch. Und also es hat irgendwie alles und macht dazu noch wahnsinnig viel Spaß zu spielen. Ich glaube, das wäre Così fan tutte. Das habe ich mal Open Air gehört und irgendwie vor einem See. Und seitdem verbinde ich damit ganz positive Gefühle. Und die Musik ist unglaublich schön, die Handlung ist toll. Also wenn das auf dem Programm steht, dann freue ich mich immer total. Als Jugendliche habe ich immer sofort gesagt, Tosca ist meine Lieblingsoper. Und meine Lieblingsstelle, das ist aus Tosca das Cello-Quartett. Das ist auch eine Oper, die unheimlich Spaß macht zu spielen, weil wir da ganz viel zu tun haben und es sehr emotional ist. Und dann gibt es dieses tolle Cello-Quartett. Es geht wieder um Liebe, aber eben erfüllte Liebe ist ja immer nur für einen gewissen Zeitraum spannend. Also in dem Moment ist es wiederum unerfüllte Liebe. Also der Tenor singt über seine große Liebe Tosca und weiß aber, dass er in kurzer Zeit hingerichtet werden wird. Insofern also die Sehnsucht nach einer vergangenen Zeit, nach einer vergangenen Liebe. Also wieder eigentlich ja, etwas sehr Sehnsuchtsvolles und das passt sehr gut, finde ich, zu diesen vier Celli, die da plötzlich in dieser auch sehr turbulenten Oper eigentlich, es kommt so zum Stillstand und vier Celli leiten diese wunderschöne Arie ein, die dann der Tenor zusammen mit der Klarinette singen wird. Ist ein wahnsinnig schöner Moment auch. Ja.